Die Höhle des ewigen Eises bei Final Fantasy 9. Weiter geht's. Ach, welch bedrückende Idylle. Ich hörte ja, wie schön es hier sein soll, aber Natur betrifft dieser Ort ist selbst die ausgeschmücktesten Erzählungen. Diese prachtvollen Blumen, wie die wohl heißen mögen. Prinzessin nicht anfassen, die Pflanzen könnten giftig sein. Ich finde die Blümchen ja auch hübsch, aber vor allem Ding finde ich es hier irre kalt. Gehen wir vielleicht mal? Das ist doch mal ein Einwand. Oh. Aha, okay. Ein Zelt. Okay. Ich dachte, jetzt eine coole Waffe oder so. Oh. Aha, Eismonster, Fragezeichen. Oh, ich habe Feuer. Jetzt können wir ein bisschen zaubern. Hier und welche. Ein Mastophan. Können wir ein bisschen klauen und zack. Bam. Okay, einmal. Und das waren sie. Oh, der Steiner Tontaube erlernt. Sehr gut. Dann müssen wir mal schauen. Der Steiner. Tontaube. Eine andere Rüstung haben wir noch nie. Alter, eine andere Waffe. Die gute ist auch bald durch. Hier brauche ich noch ein bisschen. Und ja. Okay, Blitz ist das nächste, was wir lernen. Was ist das? Ach, jetzt komme ich wieder runter, okay. Wahrscheinlich. Jo, da ist eine Kiste. Kampf. Ja, auf den hacken wir einfach mal ein hier. Das geht dann. Okay, das geht auch. Also brauchen wir nicht unbedingt Magie gegen diese Gegner. Hä? Hey, was ist das nun? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Mir doch so. Ich wusste, da was ist. Vielleicht gibt es noch mehr sichere Stellen hier. Okay. Leute, der sagt das. Okay. Und ein Äther. Okay. Gut. Ah, wieder ein Kampf. Da machen wir ein bisschen schneller. Ich denke mal, die normalen Kämpfe werde ich so ein bisschen hier überspringen. Und die Endbosse werde ich mal versuchen, wie vernünftig zu legen. Ja, wieder so einer. Okay. Eieiei, da habe ich gleich mal richtig hart genießt und da ist mir das Mikro verlöten gegangen. Hier kommen mal ganz schön viele Gegner, das nervt gerade so ein bisschen, muss ich sagen. HP-Austausch? Nee, nichts mit HP-Austausch. Okay. So, jetzt machen wir ein bisschen Fortschritt. Hier gibt es nichts. Auch nichts. Eine Kiste, eine Potion. Auch wieder, gibt's doch nie. Wenigstens ein neuer Gegner. Okay, immer dasselbe. Okay. Keine Gegenstände. Wie kommen wir denn da runter?
Und der nächste, das gibt's doch nie. Wie viele Mastophanten gibt's denn hier? Na, mach hell. Ne, mit Items noch nicht. Ability. Oh, die junge Dame hat langsam sicher keinen Mana mehr. Ah, können wir ein bisschen. Ein paar Potions. Wie komme ich denn da runter? Boah, bist du krass, Junge. Gibt's hier was Cooles? Ein Silent Quidia oder wie auch immer man das nennt. So, hier oben. Das war's. Hey, was ist das nur? Boah, geil. Und Alexia, okay. Nicht so die krasseste Ausbeute hier. Aber man ist ja über jeden Gegenstand glücklich, den man erhält. Eine Phönixfeder, das ist geil. Und wieder ein Gegner. Keine Mana mehr, die junge Dame. Und eine Kampfpuddingkarte. Ah, hier ist was. Nice. Boah. Oh, ein Durchgang diesmal. Dann komme ich zu der Kiste hier. Ein Lederarmreif, okay. Bestientöter, okay. Das ist dann eher was für. Okay, da kann ich gar nicht anlegen. Lederarmreif. Okay. Dann gebe ich das mal für den Augenblick Vivi. Dass der schon mal ein paar Punkte auf die nächste Magie erhält. Aber ich werde es dann eher wahrscheinlich meinem Hauptcharakter geben. Oh, was sind das für Jungs? Was? Belze? Belze Fatzke? So, drauf hauen hier. Schlafelixier. Ah, ja, ja. Das ist uncool. Nice, Level Up. Sind da meine voll? Nee. Okay. Gut, gehen wir weiter. Alles gelootet. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir links. Hey, was ist das nur? Boah! Ich verklühe! Hast du etwa nicht mehr alle Bomben auf... Was? Wasser, jetzt bin ich wieder frei. Danke, Chef. Das ist echt schwer in Ordnung. Und ein Event. Mugma, erleuchte uns die zweite Unterrichtsstunde. Na, dann leg mal los. Und ich trinke einen Schluck Käffchen. Ja. Wirklich, das Neue ist auch nicht dabei. Ich könnte mal die Status. Ach, ist egal. Brauchen wir nie. Ja, Profispieler. Anführungszeichen. Aber wir können mal hier ins, den Brief abgeben. Jawohl. Ich hätte so gerne einen Brief. Achso. Ja, aber speichern ist mal eine gute Idee. Ja, wir hätten halt vielleicht heilen sollen mit dem Zelt. Ach, schon eine Stunde dabei am Spielen, ey. Okay, dann hauen wir mal ab. Und wir schauen mal. Oh, den ist alle kalt, seht ihr das? Vivi, was soll das sagen? Komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komme ja schon.
Ah. Meister, wie seid ihr in Ordnung? Ja, wie so ein Pinguin, ey. Mensch, Alter, alles klar? Wohl weniger. Was ist los mit euch beiden? Alter, das ist jetzt aber nicht gerade der günstigste Zeitpunkt für ein Nickerchen. Steiner? Keine Chance, diesen K.O. Eieiei, was ist jetzt? Oh nein, Garnett. Garnett auch. K.O.? Mistverdammter, ich gebe auch gleich um. Okay, was ist jetzt passiert? Die Kälte? Was war das denn gerade für ein Geräusch? Von da drüben etwa? Irgendwas dort. Da ist mal was. So ein bisschen hier. Ein bisschen sehr merkwürdig. Und nichts Besseres. Ach, ich hätte schon die ganze Woche die Waffe hier nehmen können. Bin ich blöde. Achso, können wir hier was. Wir haben ja noch 13 Punkte. Ne, schade, okay. Na gut. Oh, dem ist kalt. Dann werden wir mal erkunden, was hier dieses Gebimmel gerade war. Bah, du lebst also noch. Der schwarze Tenor 1. Hättest du dich auch friedlich schlafen. Hättest du dich friedlich schlafen gelegt, hättest du ja schon hinter dir. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Okay, Endgegner. Allein soll ich den Endgegner besiegen? Den schwarzen Tenor. Killion, Herrscher über das Eis, zeig ich mir. Ach, du ahnst es. Ich ahne Schlimmste. Ach du Scheiße. Ach ja. Fände ich den! Killion, Zillion. Eis. Ja, ich habe kein Feuer. Wir klauen mal von ihm. Hat er den? Okay, nice. Okay, 16 Diebstahl fehlgeschlagen. Schwinge. Ein bisschen schneller machen hier. 92, okay. Ach, der heilt ihn. Ist das ein Ernst? Du heilst ihn? Okay, das heißt, ich sollte dich wahrscheinlich erstmal umhauen. Ja, okay, er heilt ihn. Okay. Ein Allheilmittel. Okay, ich werde mich mal heilen. Jo. Das wurde letzte Eisenbahn. Oder höchste Eisenbahn, sagt man das. Ja, wir hacken mal hier auf dich drauf, Kollege. Die nerven wir schon hart. Okay, meine HP gleich wieder im Keller. Wir werden uns mal schnell mal wieder feuern. Ah, gegen 2 gegen 1, also so eine, ne? Wir klauen mal, schauen, ob wir was klauen können. Diebstahl fehlgeschlagen. Verheilen uns. Darf ich erstmal was klauen oder wie ist das hier? Und Diebstahl fehlgeschlagen. Okay, ich hau dich jetzt kaputt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Du nervst. Aber meine Leiste ist gleich voll. Das ist geil. Oh, tschüss. Zillion, den Rest überlasse ich dir.
So. Jetzt können wir mal schauen, ob ich was von dir klauen kann. Wenn ein Äther, okay. Ich dachte vielleicht irgendwie einen geilen Gegenstand oder so. Ich verwandle mich noch nicht. Okay, aber jetzt wahrscheinlich, wenn er mich angreift, dann. Das machen wir ein bisschen schneller hier, die Verwandlung. Boah, die Frage ist halt, ob ich das überlebe. 36. Wenn er jetzt mit einer Schwinge kommt, dann. Oh, jetzt ist schon mal Orange, Käfer, Eisra. Ich bin kaputt. 100 Pro. Okay. Spiel aber auch mega schlecht. Okay, das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Okay, komm, 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 komm. Wir versuchen mal was zu klauen. Er zaubert wieder. Ein Allheilmittel, okay. Klau nochmal was. Gut, dann hack dich jetzt kaputt. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, du nervst. Alter, den habe ich mit zwei Schlägen kaputt gemacht. Okay. Und mit den Heilen. So, klauen wir mal einen Aether. Diebstahl fehlgeschlagen. Hat der denn irgendwas Cooles? Das ist halt die Frage. Diebstahl fehlgeschlagen. Aber warte mal, ich habe doch hier die Fähigkeit. Wir heilen uns mal. Eine Potion. Ich verwandle mich ja wahrscheinlich eh gleich wieder. Ich habe doch hier so eine Fähigkeit, wo ich glaube ich nachsehen kann, was der Gegner an Gegenständen trägt. Technik, Räuberaugen, ja. Okay, probieren wir mal. Können wir uns mal ansehen. Mithridolch. Okay, ja, gib her das Ding. Will ich haben. Bär. Oh, Junge. Gut, wir machen das ein bisschen schneller. Gibt's doch nicht. Ey, ist das denn ernst, dass ich diesen Dolch nicht kriege? Okay, im letzten Augenblick geheilt. Gibt's denn nicht? Jetzt hab ich ihn. Okay, jetzt hab ich ihn. Jetzt machen wir Angriff hier, jetzt machen wir Harakiri. Jetzt hack ich die weg. So, er ist rot und. Oh, ein. Oh, oh, oh. Was ist jetzt? Ein Tsunami. Alter, ist das ein Ernst? 80 Damage. Er hat auf zwei Runden. Ach, hör auf. Wenn ich jetzt nicht umniete, bin ich weg, oder was? Wow, Gott sei Dank. Aber ich habe den Dolch, was man hier so alles für Gegenstände tut. Alter Schwede, ey. Ja, allein gegen zwei ist schon ein bisschen unfair. Ist da wer? Wie auch immer. Ich höre mal, die anderen sind noch nicht davon. Okay, jetzt ist das hier irgendwie wieder. Okay. Kann ich mir jetzt heilen an dem Wasser? Wie in dem Brunnen? Ja, da waren die beiden Clowns. Und die sind wieder erwacht. Okay. Oh, jetzt wieder an. Na klasse, bis auf Frostballen hier.
Und da seht ihr alle schon wieder ganz munter aus. Ede, was ist eigentlich vorgefallen? Eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, du mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reicht. Er sagt doch, es sei nichts gewesen. Wollt ihr jetzt hier dann wieder beleidigen? Oh, die Zeit ist schon wieder vorbei. Die Unterhaltung können wir uns noch zu ändern hören. Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohl auf sind und ich denke, wir sollten weitergehen. Sieh dann, was habt ihr? Ach schon. Gut, dann machen wir eine Pause. Und wir schauen mal weiter, ob wir aus der Höhle rauskommen oder ob es noch ein bisschen weitergeht.